anschlagen. Okay, der ist tot. Ich fass es nicht. Au, aber das ist groß. Das ist ja nicht aus der Anziehung. Nicht wieder verlieren. Ah, scheiße, das ist richtig. Hilft's, wenn ich dir helfe, die Angel zu halten? Hast du schon die Zähne von dem Fisch gesehen hier vorne im Maul? Nee, der dich beißt. Das auseinandergerissen ist. Ja, das sind Kiemen. Das sind Kiemen, die nicht auseinandergerissen sind. Was für ein Alter. Oh, das sieht lecker aus. Aber wir haben jetzt endlich gerade unseren ersten Fisch gefangen. Das ist einfach so ein großer Thunfisch. Wir haben ihn gemessen, 80 cm lang fast. Und auch einige Kilo schwer. Und wir haben jetzt richtig fette Thunfischsteaks rausgeschnitten. Und ich glaube, die nächsten drei Tage wird es einfach nur Fisch geben. Das ist der Wahnsinn. Fertig gebraten und probiert und ich muss sagen, das ist mit der beste Fisch, den ich in meinem Leben gegessen habe. Wir sind jetzt kurz vor Barcelona. Im Hintergrund sieht man wahrscheinlich die Skyline. Wir waren jetzt 5 Tage unterwegs übers offene Wasser. Wir hatten sehr wechselhaften Wind. Mal sind wir gegen den Wind gefahren, vor allem ganz am Anfang hatten wir viel Gegenwind. Das ging sehr mühselig voran. Dann hatten wir einen Tag lang Wind von der Seite, wo wir richtig gut Strecke gemacht haben und hatten auch wieder einen Flautentag mit drin. Aber alles in allem sind wir jetzt gut rübergekommen. 5 Tage war das, was wir eingeplant hatten. Hat eigentlich jetzt hervorragend funktioniert und war sehr angenehm. Während der Fahrt von Sardinien hier nach Barcelona ist uns schon aufgefallen, dass das Ruder sehr viel Spiel hat oben. Das wackelt hin und her die ganze Zeit. Also es dreht sich nicht nur um die Achse, sondern es rutscht hin und her. Das hört man auch. Und wir haben schon Schaden am oberen Lager vermutet und haben jetzt hier im Hafen mal einen Mechaniker draufschauen lassen. Und er hat uns bestätigt, dass das Lager hinüber ist, das obere. Und das bedeutet, das Ruder muss raus und das bedeutet auch, dass das Boot aus dem Wasser muss. Was dann heißt, dass wir jetzt hier in Barcelona vermutlich ein paar Tage festsitzen werden, bis das repariert ist. Und ja, jetzt haben wir uns mal ein Airbnb gemietet und werden jetzt ein paar Tage Zeit haben, uns Barcelona anzuschauen, wenn das Boot wahrscheinlich dann auf dem Trockenstopp steht.
Ja, wir haben die Amaldino aus dem Wasser holen und von einem Mechaniker begutachten lassen. Die ganze Aufhängung der Ruderanlage wird getauscht werden müssen. Und einige Teile dafür spezial angefertigt werden müssen für uns. Das Ganze wird circa eine Woche dauern, während der wir hier in Barcelona festhängen. Ich meine, von allen Orten, die wir auf unserer Reise gesehen haben, ist Barcelona sicherlich nicht der schlechteste, um dort eine Woche zu verbringen. Aber naja, wir hatten gehofft, das Ganze ein bisschen schneller und kostengünstiger beheben zu können. Jetzt wird das doch wohl doch eine größere Geschichte. Hoffen wir mal das Beste, dass wir die alte Lady schnell wieder flott kriegen. Die Reparaturen an der Amadie noch weiterhin etwas andauern, haben Hendrik, Tilman und ich beschlossen, einen kleinen offenen Ausflug zu machen und sind mit dem Zug und noch ein paar unserer Gäste eine Stunde nach ins Bergkloster Montserrat gefahren und haben jetzt hinter uns dieses Kloster in einer wirklich spektakulären Lage mit tollem Panoramablick und den Felsen im Hintergrund besichtigt und werden jetzt aufbrechen zu unserem zweitägigen Hike in der Gegend hier. Bevor es Montag wieder zurückgeht nach Barcelona und dann hoffentlich auch in die letzten Schritte der Reparatur bei der Amadie. We'll be right back.
waren jetzt 2 Tage im Gebiet um Montserrat wandern, in wirklich schönen Wäldern und Felsformationen hier. Und nach der 2. Nacht geht es jetzt zurück nach Barcelona, wo wir uns sehr auf eine Dusche freuen und dann noch die letzten Schliffe an der Amandie anlegen werden, bevor es morgen dann hoffentlich weitergeht mit unserer Reise. Höchste Zeit. Endlich schaffen wir es raus aus Barcelona, das Boot ist wieder fit und weiter geht die Fahrt. Das war's mit unserem Video aus Barcelona. Jetzt, wo das Boot endlich wieder im Wasser ist, können wir euch nächste Woche mit dem neuen Video mitnehmen entlang der Ostküste Spaniens.